Im heutigen Video tanzen wir beide gemeinsam. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen für mehr Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein in deinem Alltag. Und wenn du weiter mit mir tanzen möchtest und dich noch schöner, sinnlicher und geschmeidiger fühlen möchtest, dann komm doch gerne in meinen Online-Kurs, jeden Donnerstag eine Stunde live via Zoom. Weitere Informationen findest du hier unten in der Videobeschreibung und anmelden kannst du dich gerne hier über diese E-Mail-Adresse, die ich dir einblende. Ich würde mich riesig freuen, dich dort zu sehen. Und jetzt hier im heutigen Video tanzen wir wieder eine kleine Tanzkombination. Ich tanze sie dir zuerst einmal vor. Dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und zum Schluss tanzen wir wieder gemeinsam. Los geht es! Dann fangen wir an. Die kleine Tanzkombination ist ganz einfach. Sie besteht aus Rumwackeln, eine Pose, Arme streicheln, Grinds, drei Schritte nach vorne, Bein streicheln und eine Schlusspose. Hört sich jetzt viel an, aber ist ganz einfach und ich erkläre es dir jetzt Schritt für Schritt. So, es geht los mit dem Rücken zum Publikum, das heißt, ich drehe mich jetzt einmal um und genau, jetzt machen wir eine elegante Pose, das heißt, wir winkeln ein Bein einmal an und strecken uns nach oben und unser Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Jetzt packen wir die Hand in die Hüfte und wackeln jetzt ein paar Mal zum Takt der Musik. Ich habe jetzt hier 5-mal gewackelt. Also 1, 2, 3, 4, 5. Anschließend machen wir eine schöne Pose, indem wir beide Arme nacheinander nach oben nehmen. Es geht los. Der erste Arm. Schau deinem Arm dabei hinterher und ja, stell dir vor, du hast den schönsten Arm der Welt. Wenn du den Arm nach oben nimmst, lass deine Schulter dabei unten. Also Schulter kommt hier nicht bis hoch zum Ohr, sondern Schulter bleibt unten. Und die Hände sind schön lang und gestreckt. Und jetzt kommt der andere Arm nach oben. Das gleiche, wieder der schönste Arm der Welt. Hinterher schauen, Schultern unten, Hände schön gestreckt. Anschließend streicheln wir mit unseren Händen über unsere Arme. Also zuerst die rechte Hand über den linken Arm. Und jetzt linke Hand über den rechten Arm. Und jetzt kommen die Arme wieder nach unten. Macht es ganz genüsslich. Und genau, jetzt ist die Pose beendet und wir drehen uns um und stehen wieder in einer eleganten Pose. Anschließend machen wir die Grinds. Die Grinds sind diese weich geschmeidige Hüftbewegung. Du kannst dir ja vorstellen, du hast Wasser in deiner Hüfte und machst das hier wirklich so ganz genüsslich, nur für dich. Und wenn du das machst, wirklich bleib ganz bei dir, genieße das,
Denk jetzt nicht daran, was jetzt hier noch alles für Hausarbeiten zu erledigen sind oder was hier dein Nachbar denken könnte, wenn er das jetzt von dir wissen würde, sondern genieß das einfach. Genau, und wenn du es noch mehr genießen möchtest, burlesk zu tanzen und deinem Alltag für eine Stunde zu entfliehen und ja, einfach dich selbstbewusster, schöner und sinnlicher tanzen möchtest oder dich fühlen möchtest, dann komm einfach am Donnerstag in meinen Zoom-Kurs. 18 Uhr und weitere Informationen hier in der Videobeschreibung. Anmelden kannst du dich per E-Mail an diese E-Mail-Adresse, die ich dir hier einblende. Genau, also wir waren jetzt bei den Grinds. Und jetzt gehen wir 3 Schritte nach vorne. Und dazu kannst du hier deine Arme so elegant zur Seite nehmen und sie auf ein Wolkenkissen ablegen. Und jetzt einfach 3 Schritte nach vorne. Also 1, 2, 3, so dass du dann wieder in einer Pose dastehst. So wie du losgegangen bist, stehst du dann auch wieder da. Jetzt streicheln wir unser Bein. Das heißt, wir gleiten einmal mit dem Bein nach außen und dabei streckst du deinen Fuß. Ich gehe mal ein bisschen nochmal zurück, damit du das auch siehst. Also, der Fuß ist gestreckt, das Bein auch schön lang und gestreckt. Also hier nicht sowas, sondern wirklich schön lang gestreckt. Und du hast jetzt hier das schönste Bein der Welt und streichelst ganz genüsslich über dein Bein. Los geht's. Wenn du dich nach unten beugst, achte darauf, dass du hier nicht so zusammensackst. Ja, also lass die Sonne weiterhin aus deinem Dekolleté scheinen. Ja, das heißt, hier bist du schön offen. Dein Rücken ist gerade und dein Bauch eingezogen. Ja, also hier nicht das hier, sondern wirklich immer noch schön und elegant. Also wir streicheln über unser Bein. Und jetzt wieder zurück. Ziehen das Bein wieder ran, stehen wieder in einer eleganten Pose da und machen die Schlusspose, indem wir jetzt wieder beide Arme nach oben nehmen. Tada! Genau, jede Tanzkombi, die wir hier machen, fängt an mit einer schönen Pose und endet mit einer schönen Pose. Und natürlich immer schön lächeln, fröhlich sein. Wie gesagt, genieße das, mach das einfach nur für dich. Und jetzt zum Schluss tanze ich dir oder tanzen wir beide nochmal gemeinsam diese Choreo mit Musik.